Guten Tag. Heute geht es um einen Moment des Innehaltens, um eine Geste der Zärtlichkeit im Krieg. Ein Soldat im Schützengraben streichelt eine Katze. Das Foto wurde in der Ukraine am 20. Mai von einem Fotografen der türkischen Agentur Anadolu gemacht. Es tauchte 3 Wochen später auf Präsident Zelenskys Instagram-Account mit 16 Millionen Followern auf. Sie werden es kaum glauben, aber solche Aufnahmen sind ein Klassiker der Kriegsfotografie. In ausnahmslos jedem Krieg werden Aufnahmen von Soldaten mit Katzen gemacht. Welche Macht haben diese Fotos? Ein Soldat im Kampfanzug, ein Schützengraben und eine entspannte Katze. Ein ungewöhnlicher Anblick. Wir befinden uns in dem ukrainischen Dorf Jasnohorodka, etwa 45 Kilometer westlich von Kiew. Der uns gegenüberstehende uniformierte Mann scheint gelassen und die in seinen Armen liegende Katze hat fast die gleiche Farbe wie seine Tarnkleidung. Der Soldat sieht die Katze an und streichelt sie. Im Schützengraben sind Wurzeln sichtbar, dahinter Äste, Bretter und ein Tarnnetz. In der Brille des Soldaten spiegelt sich ein Kirchturm. Das weist darauf hin, dass der Graben gegenüber der Dorfkirche angelegt wurde. Das Visier des Soldaten wirft einen Schatten auf sein Gesicht. Die Sonne steht im Zenit und seine Uhr zeigt 13.32 Uhr an. Anhand der auf seiner kugelsicheren Weste aufgenähten blau-gelben Flagge wird deutlich, dass es ein ukrainischer Soldat ist. Es gibt 2 weitere Hinweise. Seine gelbe Armbinde und, wenn man näher hinsieht, der traditionelle Dreizack, das Wappen der Ukraine. Auf einer später gemachten Aufnahme desselben Soldaten erfahren wir durch das Abzeichen auf seiner Uniform, dass er einer freiwilligen Einheit der Gemeinde Bojarka angehört, die sich etwa 30 Kilometer von hier befindet. Also kennt er die Gegend sicher gut. Auf Volodymyr Selenskys Instagram-Account taucht das Foto am 10. Juni auf. Es ist Teil einer Fotoserie zur Solidarität innerhalb der ukrainischen Bevölkerung, die von 300.000 Nutzern geliked wurde. Die Bildbeschreibung wurde ins Englische übersetzt. Die Nachricht ist also für die ganze Welt bestimmt und wird überall beachtet. In den Kommentaren werden sowohl die emotionale Kraft des Bildes als auch der Widerstand der Ukraine gelobt. Präsident Selenskyj postet immer wieder Fotos von Hunden und Katzen im Krieg. Einen Tag später wird das Bild von Ukrarmy Cats and Dogs übernommen, Katzen und Hunde der ukrainischen Armee. Der Twitter-Account mit 80.000 Followern richtet sich an ein internationales Publikum. Es gibt sogar einen Link zur Finanzierung der ukrainischen Verteidigungsausgaben über Crowdfunding. Am 20. Juli taucht das Foto in der ukrainischen Ausgabe von Elle auf, in einem Artikel über die freundliche Haltung der Soldaten. Als der Fotograf die Aufnahme machte, ahnte er natürlich nicht, dass sein Foto so vereinnahmt werden sollte. Die Aufnahme entstand, als der türkische Fotograf Dogukan Keskinkilic im Mai durch das Dorf Jasnohorodka ging. Das Dorf war nach heftigen Kämpfen gegen die russische Armee nahezu verlassen. Er entdeckt einen Schützengraben, in dem sich Soldaten ausruhen. Plötzlich sieht er eine Katze und er drückt auf den Auslöser. Schon ändert sich die Situation wieder, aber Keskinkilic weiß sofort, dass er das Foto des Tages gemacht hat. Ich kam im März in die Ukraine, nach Kiew. Wir wollten vor allem über die Bevölkerung berichten, denn von Kiew aus hatten wir nicht in das Kampfgebiet reisen können. Eines Morgens kamen wir in ein Dorf namens Jasnohorodka. Dort hatte es zu Beginn des Krieges heftige Kämpfe gegeben. Wir blieben dort den ganzen Tag. Am Dorfeingang steht auf der linken Straßenseite eine Kirche. Dort hatten die meisten Kampfhandlungen stattgefunden. Und dort war im früheren Kriegsverlauf ein Schützengraben angelegt worden, als die russische Armee das Dorf besetzt hatte. Wir sahen, dass die Kirche beschädigt worden war. Und direkt daneben stand ein Anschlagbrett, auf dem Fotos der bei den Kämpfen umgekommenen Dorfbewohner angeschlagen worden waren. Wir begannen zu filmen und zu fotografieren, als eine Patrouille auftauchte und die Soldaten uns fragten, warum wir das filmten, für wen wir arbeiteten und was wir taten. Sie sagten, sie seien auf Patrouille und ruhten sich in dem ehemaligen Schützengraben aus.
Sie saßen dort herum und bei ihnen war eine Katze. Ich ging näher heran und sah, dass sie ihren eigenen Blechnapf und Trockenfutter hatte. Die Soldaten saßen daneben. Einige kamen heraus, als sie uns sahen, und die Katze sprang dem Soldaten in die Arme. In dem Moment drückte ich auf den Auslöser. Als ich fragte, ob sie etwas dagegen hätten, sagten sie, ich könne ruhig Fotos machen. So ist die Aufnahme entstanden. Gleich danach setzte der Soldat die Katze auf den Rand des Grabens und begab sich wieder auf Patrouille. Ich weiß natürlich nicht, was das für den Soldaten bedeutete, aber sein glückliches Lächeln deutet darauf hin, dass es für ihn wie eine Therapie war. Für ihn war das wohl ein Augenblick der Entspannung, der Erleichterung. Durch seine Liebe zu Katzen, seine Tierliebe, kommt die Menschlichkeit des Soldaten zum Vorschein. Ich glaube, dass das für ihn ein sehr wichtiges Gefühl war. Denn Soldaten haben Waffen und Geschosse und haben vielleicht eine Woche zuvor im Kampf jemanden getötet, aber sie sind Menschen. Daran denke ich bei dieser Aufnahme. Als ich sie machte, beziehungsweise nachdem ich sie gemacht hatte, dachte ich, das ist das Foto des Tages. Deshalb habe ich es geteilt. Wir Bildberichterstatter wollen bei unserer Arbeit vor Ort natürliche Gefühle festhalten. Wir wollen, dass unsere Fotos die Betrachter berühren. Ich habe das Foto unter zahlreichen anderen ausgesucht, weil es wirklich sehr viele Emotionen in sich birgt. Durch die Darstellung der Menschlichkeit des Soldaten wird der Krieg akzeptabel und die Katze wirkt fast ein wenig patriotisch. Erstaunlicherweise gibt es solche Aufnahmen bereits seit dem Ersten Weltkrieg. Eric Baraté untersucht das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und die Bedeutung solcher Bilder gestern und heute. Die ersten Film- oder Fotoaufnahmen solcher Beziehungen stammen aus dem Ersten Weltkrieg. Zum einen natürlich, weil es der erste Krieg war, in dem man über die technischen Möglichkeiten für Foto- und Filmaufnahmen verfügte. Aber auch, weil in den westlichen Staaten Haustiere damals einen neuen Platz einzunehmen begannen. Vor allem in der Stadt wurden in der eigenen Wohnung gehaltene Haustiere immer wichtiger. Und das kam auch in den Schützengräben zum Ausdruck. Und das egal in welchem Lager, egal auf welcher Seite. Wir verfügen über Film- und Fotoaufnahmen von Soldaten, die Hunde und Katzen bei sich aufgenommen haben. Das Foto zeigt eine sehr innige Beziehung zwischen den beiden, zwischen der zugelaufenen Katze und dem Soldaten, der letztendlich mit dem Tier ein wenig von dem wiederfindet, was er verlassen hat. Frieden und Gelassenheit. Natürlich sollen solche Fotos auch eine Botschaft vermitteln. Sie vermitteln den Gedanken, dass im Grunde die gesamte ukrainische Bevölkerung, also alle Lebewesen, nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere, sich zusammentun, um gemeinsam dem Schicksal die Stirn zu bieten. Es gehört natürlich zur Propaganda dazu, aufzuzeigen, dass alle Welt solidarisch ist. Das verstärkt den Gedanken eines ukrainischen Nationalismus im guten Sinne des Wortes. Aber natürlich ist die Beziehung zwischen dem Soldaten und der Katze echt. Sonst würde die Botschaft nicht funktionieren. Sie wäre ein Fake, wenn sie nicht auf einer wirklichen Zuneigung basieren würde. Diese ukrainischen Soldaten eilen der Bevölkerung, die unter dem Krieg und den feindlichen Truppen leidet, zu Hilfe. Sie helfen der Bevölkerung an sich, aber sie helfen auch den Tieren. Das zeigen die Videos, in denen man Soldaten sieht, die Katzen oder Hunde füttern. All diese ausgehungerten Katzen und Hunde, die vor Ort geblieben sind und sich verstecken.
Dadurch teilen die ukrainischen Soldaten natürlich unsere Sicht der Tierwelt, unser Zusammengehörigkeitsgefühl mit solchen Tieren. Das war vor 50 oder vor 100 Jahren nicht unbedingt der Fall. Und das ist auch nicht unbedingt der Fall auf russischer Seite. Dort wird der Bevölkerung von der offiziellen Staatspropaganda ein anderes Verhältnis zu Tieren vorgeführt. Das zeigen allein die permanenten russischen Aufnahmen von Präsident Putin bei der Jagd, auf der er sogenannte Raubtiere erlegt. Mit ihnen wird die Herrschaft des kriegerischen Menschen über die Natur und über die Tierwelt verherrlicht. Indem die ukrainische Regierung auf das Bild vom Haustier setzt, stellt sie Putins dominanter Männlichkeit ein Bild entgegen, mit dem sich Millionen Katzenbesitzer identifizieren können, die den Krieg von Weitem und auf Bildern erleben. Die unfreiwillig Propagandazwecken dienende Katze trägt somit zu einem Bild von der Ukraine als einem modernen und tierliebenden Land bei, das sich nach Frieden sehnt. Demgegenüber erscheint Russland als ein kriegerisches, brutales und erbarmungsloses Reich. Damit verabschiedet sich mit offenen Augen für heute. Bis bald. À bientôt.